Hallo liebe Zuschauer, ich bin Nico Kutzner und heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Arbeitsspeicher bei einem PC tauscht oder erweitert, damit euer PC schneller wird. Ich habe mir einen neuen Arbeitsspeicher bestellt. Ein Arbeitsspeicher sieht so aus, nur damit ihr mal wisst, wie ein Arbeitsspeicher aussieht, falls ihr noch keinen gesehen habt. Erst einmal schraube ich meinen PC, also das Gehäuse, auf. Und dann ist wichtig, dass ihr euch erdet, damit der PC nicht kaputt geht. Eigentlich ist so ein Arbeitsspeicher schnell getauscht. Weil ein PC aufzuschrauben, das Gehäuse, das dauert hier nicht so lange. Schon kann ich das Gehäuse abnehmen und euch zeigen, wie ein PC von innen aussieht. Ich habe mich inzwischen an der Heizung geerdet, seht ihr hier dran. Und das hier ist der Arbeitsspeicher, der momentan eingebaut ist, um den Arbeitsspeicher zu wechseln. Musste man was lösen und das hier ist der neue Arbeitsspeicher und den setze ich jetzt an diese Stelle. Und jetzt ist der Arbeitsspeicher eingebaut. Wenn ihr den Arbeitsspeicher erweitern wollt, müsst ihr den, das ist der alte Arbeitsspeicher, an diese Stelle einsetzen. Und so könntet ihr den Arbeitsspeicher erweitern. Und nun schauen wir mal, ob der PC hochfährt. Der PC fährt schon mal hoch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier sieht man das 15,5 GB Arbeitsspeicher. Jetzt fährt der Arbeitsspeicher noch um weitere 8 GB erweitert. Und nun setze ich den Arbeitsspeicher an die andere Stelle, der früher drin war. Und dann schauen wir uns mal an, ob das Betriebssystem überhaupt hochfährt. Aber das zeige ich euch gleich. Ich habe mich wieder geerdet. Und hier kommt jetzt der Arbeitsspeicher rein. Hier muss man auch immer gucken, wie rum der passt. Und jetzt ist der Arbeitsspeicher erweitert. Jetzt zeige ich mal, wie lange das dauert, bis Windows hochgefahren ist mit dem neuen Arbeitsspeicher.
Das Betriebssystem wird gestartet. Und die Anmeldemaske erscheint und ich kann mein Passwort eingeben. Und schon ist Windows hochgefahren bzw. gestartet. Und hier unter Leistung sieht man nun, dass ich 23,5 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung habe. So schnell ist dann Arbeitsspeicher ausgetauscht oder erweitert. Na, dann kann ich mich mal wieder an die Arbeit machen und kann sagen, bis bald!